Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Strongman Academy. Mein Name ist Marcel Desi. Heute geht es darum, wie wir sinnvoll zu Hause effektiv Selbstverteidigung lernen können. Schon mal vorab, ich mache jetzt so circa 5 Minuten Theorie. Bleibt bitte auch bis dahin, weil ihr bekommt dann von mir dann noch ein besonderes Geschenk. Und danach zeige ich euch dann auch nochmal circa 5 Minuten viele Praxistipps und Möglichkeiten, wie ihr eben dann zu Hause für euch trainieren könnt. Also nehmt euch die Zeit und bleibt auf jeden Fall dran. So, jetzt steckt mir leider in der zweiten Lockdown-Phase und wir wissen nicht, wie lange das jetzt noch geht. Es ist geplant bis Ende November, vielleicht geht das Ganze auch noch ein bisschen länger. Meine Befürchtung ist auch für die Zukunft, dass wir im Jahr 2021 damit rechnen müssen, dass es vereinzelt nochmal 1, 2, 3 Lockdowns geben wird. Ob es kleinere Lockdowns sind, große, man weiß es nicht, aber selbst kleine Lockdowns sind für uns im Sport- und Freizeitbereich ja eh schon, ja, wie soll man sagen, also betrifft uns da eh voll, ja, egal ob klein oder groß, wir leiden immer drunter, weil bei uns wird es komplett immer eingeschränkt. Derzeit gibt es ja nur die Möglichkeit, ein Personal Training zu machen, also Einzelunterricht, das kann man derzeit sogar auch machen, aber alles dann eben, was über 2, 3 Personen geht, funktioniert eben nicht mehr. So, jetzt brauchen wir natürlich eine Lösung. Wir können jetzt halt jammern und schimpfen über die Politiker, über was weiß ich alles, was alles verkehrt läuft oder richtig läuft, welche Maßnahmen richtig sind, welche Maßnahmen falsch sind. Da möchte ich mich bei der ganzen Jammerei und so weiter nicht beteiligen. Ich habe natürlich meine Meinung, ja, aber mir geht es hier um was ganz was anderes. Mir geht es immer um Lösungen. Wenn man Probleme hat, ist das eine Herausforderung und da muss man schauen, wie man das Ganze lösen kann. Und wenn ich nur schimpfe, was andere hätten besser machen können oder was mir nicht passt und so weiter, bringt mir das in meinem Bereich nichts. Dass man natürlich was sagt, wenn einem was nicht passt, ist absolut legitim und auch wichtig und richtig so. Aber manche vergessen dann, einmal auf sich zu schauen und Lösungen zu machen, dass man weiter vorangehen kann. Also das nochmal dazu, das ist einfach meine Meinung. Ansonsten sind dafür andere auf YouTube-Kanäle zuständig, die dann immer jammern und beschimpfen und was man hätte mal alles besser machen können. Da möchte ich mich hier eben nicht beteiligen an den ganzen, sondern mir geht es jetzt halt für euch immer um Lösungen. Gut, und dafür habe ich für euch eine Lösung. Ihr wisst ja eh schon, dass ich eine Online-Plattform, eine Self-Defense-Online-Plattform für euch habe. Da habe ich derzeit 18 Programme, einzelne Programme, wo man dann eben auch sagen kann, entweder ich entscheide mich für ein Programm ganz gezielt oder ich entscheide mich als Mitglied für die Self-Defense-Online-Plattform, wo ich dann Zugang auf allen Programmen habe, was bei mir eigentlich auch wirklich die meisten machen. Und ich auch da nochmal danke an alle, die da eben Mitglied werden, tagtäglich immer wieder einen Zuwachs auf meiner Plattform habe. Also von dem her, top ist natürlich auch eine Riesengeschichte. Und jetzt, da wir den zweiten Lockdown haben, habe ich mir natürlich auch überlegt und eben wie ich schon gesagt habe, wie ich die Zukunft ein bisschen sehe, möchte ich einfach auch euch die Möglichkeit geben, da rein zu schnuppern oder euch die Entscheidung ein bisschen leichter zu machen, einfach was für euch zu tun und nicht jetzt einfach, wenn Stillstand ist, nichts zu tun, abzuwarten und oder nur durch Tutorials auf YouTube, wo man mal natürlich den einen oder anderen Tipp bekommt, mache ich ja auch, ja, aber da fehlt einem ja die Struktur, da fehlt ein Konzept, da fehlt eine Trainingsmethode, dass man wirklich Schritt für Schritt von unten auf und nicht querbeet durcheinander irgendwie was macht, bloß damit man irgendwie was macht, sondern dass man da wirklich eine Struktur hat. Und deswegen habe ich da jetzt so eine Lockdown-Aktion für euch, die geht bis zum 22. November. Und zwar auf alle einzelnen Programme, die ich habe, erhaltet ihr bis zum 22. November 75% Nachlass. Auf meine Self-Defense Online-Plattform, wo ihr dann Zugang auf alle Programme habt und auch auf alle zukünftigen Programme, die noch folgen werden, erhaltet ihr 40% Nachlass. Den Link, den habt ihr unten in der Beschreibung drinnen. Am besten jetzt dann gleich draufdrücken und schaut euch das Ganze an und meldet euch an oder nehmt das Ganze in Anspruch, weil 75% Nachlass für ein Einzelprogramm ist echt schon gewaltig oder eben 40% für eine dauerhafte Mitgliedschaft ist also auch schon ein Riesengeschenk für euch und nutzt das Ganze einfach. So, für wen ist das Ganze? Also grundsätzlich ist es für jeden. Es ist egal, ob du in der Kampfsportschule trainierst, schon in der Selbstverteidigungsschule bist oder bis jetzt noch gar nichts gemacht hast, aber einfach das Ziel hast, etwas für deine Zukunft, für deine Gesundheit, für deine Sicherheit zu machen. Warum kann das sein? Weil viele sagen auch immer, ja, da kann doch in der Kampfsportschule, Selbstverteidigungsschule gehen, da gibt es doch immer so viel oder wie auch immer. Das ist aber leider nicht immer so. Es gibt verschiedene Gründe, warum manche nicht gehen. Das eine ist schon mal aus familiären Gründen, zeitlich einfach.
oder auch aus beruflichen Gründen, Geschäftsreisen, Schichtarbeit. Ich hatte früher oft das Problem, auch bei mir in den Schulen, dass bei mir halt welche was machen wollten, aber einfach von den Trainingszeiten für die absolut ungeeignet war, wo sie halt dann das Kosten-Leistungs-Verhältnis für die nicht gerechnet hat, durch die Schichtarbeit. Dann ist es auch so, es gibt welche, die trauen sich das erstmal noch gar nicht zu, die haben einfach Ängste, die fühlen sich überfordert, in die Schule zu gehen, weil die vielleicht sogar auch ein falsches Bild haben von sowas, weil oft immer nach außen suggeriert wird, man muss groß und stark sein und es ist alles immer so brutal und so hart. Ist es natürlich auch irgendwo, muss es ja auch sein, denn man macht ja nicht Kinderturnen, aber das schreckt natürlich genau die Leute oft immer ab, für die sie eigentlich wichtig ist. Das verstehen manche Trainer auch gar nicht. Ja? Also ich habe leider schon viele Trainer kennengelernt, die halt einfach sagen, ja warum, das ist ja hart, man muss hart trainieren und es ist brutal auf der Straße, es ist auch brutal, nur die Harten kommen in den Garten und so weiter. Ja, er hat ja nicht ganz Unrecht, aber es bringt doch, also mir bringt es doch nichts, wenn mein Ziel ist, dass jeder in der Lage sein muss, sich zu schützen. Und das Hauptziel ist doch, die leicht Opfer werden können, die halt noch nicht so dieses Selbstbewusstsein haben, die noch nicht so dieses starke Auftreten haben, die sich noch nicht so diese Dinge zumuten, die müssen wir doch erstmal heranführen. Das übersehen immer die meisten und da sind halt viele Ängste da. Womit ich auch schon früher viel zu tun gehabt habe, war, gerade bei Frauen, die schon mal vergewaltigt, geschlagen worden sind. Jeder verarbeitet es anders. Es gibt welche, die sagen, denen ist es passiert und eine Woche später sind die in der Selbstverteidigungsschule. Es gibt aber auch welche, die brauchen Jahre, dass die sich überhaupt mal trauen, sowas überhaupt zu tun, die Angst haben, sich anfassen zu lassen. Ich habe mit allen solchen Menschen schon zu tun gehabt, wo ich erstmal langsam das Ganze aufbauen musste. Erstmal, dass die mit einer Frau nur trainiert hat, dann nur mal mit mir trainiert hat, weil die zu mir dann das Vertrauen gehabt hat. Und dann irgendwann, das hat Monate gedauert, dann auf einmal aber mit den anderen Männern und Mitgliedern auch trainieren konnte. Also nochmal, es gibt so viele Gründe, warum manche eben nicht in die Selbstverteidigungsschule oder in die Kampfsportschule gehen können. Noch ein ganz großer Grund ist auch der, was übersehen wird, ist, dass gar nicht oft die geeigneten Schulen im Umfeld sind, gerade wenn man mehr außerhalb im Land oder so weiter ist. Wenn ich Selbstverteidigung lernen möchte, dann bringt es mir nichts, wenn ich Karate oder Judo mache. Also nichts jetzt gegen die Kampfsportarten, ja, die sind alles top und gut, aber das ist ein anderes Ziel, was dahinter steckt. Also, für all dies ist geeignet. Und es ist am Schluss auch egal, ob man mit Equipment oder beziehungsweise ob man die Möglichkeit hat, mit Equipment oder ohne Equipment zu trainieren, mit Partner oder ohne Partner. Klar ist es auch wieder besser, dass ich mit Partner trainiere und mit Equipment, dann habe ich natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, vor allem dann in der Intensität, was man am Schluss dann braucht, noch härter, noch intensiver dementsprechend zu trainieren. Aber um das heranzuführen oder auch mal grundsätzlich überhaupt einmal schlagen zu lernen, mal überhaupt das Gefühl zu entwickeln und so weiter und dann natürlich auch an der Einstellung, am Mindset zu arbeiten, kann man auch alleine das Ganze machen mit minimaler Ausrüstung, mit einem Kissen, mit einer Bratze etc. Deswegen auch gleich nochmal ein Tipp, geht auf meinen Instagram-Account und meldet euch gleich an, abonniert den Kanal. Derzeit bringe ich wirklich tagtäglich mehrere Tipps, Videos und Erklärungen, wie man einmal zu Hause alleine trainieren kann, welche Möglichkeiten man hat, welches Equipment wie wann sinnvoll ist und so weiter. Habe ich jetzt auch gerade wieder gestern ein Video gebracht und so weiter. Also abonniert auch da meinen Kanal auf Instagram und schaut euch die Sachen an. Das sind natürlich immer nur kleine Tipps. Das ersetzt natürlich kein strukturiertes Programm und deswegen habe ich ja eben meine Self-Defense Online-Plattform für euch. Ja, das war's jetzt. Also das war jetzt natürlich heute mehr eine Werbung für mich, ist ganz klar, aber ich habe jetzt eben diese Aktion laufen und nutze die Aktion und jetzt schaut euch einfach ein paar Minuten nochmal an, Ausschnitte aus meinen Online-Programmen heraus. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, vergesst aber nicht dann unten in die Beschreibung reinzugehen und dann auf jeden Fall auf die Seite zu klicken, schaut euch das Ganze an, entscheidet euch dafür, macht was und bleibt einfach unabhängig für die Zukunft. Und egal wie die Voraussetzungen auch in Zukunft sein werden, man kann die Sachen auch parallel machen. Was ich auch noch vergessen habe, ganz kurz noch, ich habe auch ein paar Trainer oder Schulleiter, die meine Programme nutzen. Die picken sich halt vielleicht ein paar Sachen raus, die machen vielleicht nicht alles, wobei ich auch schon 3-4 Anfragen gehabt habe von welchen
ob die wirklich das so strukturiert alles übernehmen dürfen, ob die dann Lizenzgebühren, also da hat mir sogar auch jemand angeboten, ich würde Lizenzgebühr für dich zahlen, aber ich sage, nee, braucht es nicht, weil für mich ist es egal und ich finde es ja gut, wenn Schulleiter dann diese Sachen nutzen, wenn die erkennen, wie gut das Ganze ist, wie das Ganze aufgebaut ist, weil meine Vision ist ja, dass jeder Mensch in der Lage sein muss, sich und seine Liebsten zu schützen, dass jeder in der Lage sein muss, auf seine, ja, für die Zukunft, auf seine Gesundheit zu achten, weil darum geht es ja um unsere Gesundheit und ein glückliches, fröhliches, freies Leben führen zu können. Weil wenn wir mal nur einmal in unser Leben in so eine Situation reinkommen, wo wir uns schützen müssen, wo wir uns verteidigen müssen, nur einmal, da entscheidet sich dann, wie unser Weg gehen wird. Können wir uns schützen, verteidigen aus der Situation, wie auch immer rauskommen und dann eben weiter ein sicheres, glückliches Leben führen oder durch Unwissenheit, falsches Reagieren oder weil wir gar nicht in der Lage sind, uns körperlich zu verteidigen, dann, wenn es ganz blöd läuft, ist jetzt natürlich ein schlimmes Szenario, am Schluss im Krankenhaus liegen, uns nicht mehr, vielleicht mal unser Lebens, ja, nicht mehr beruflich unser Werdegang weitermachen können, nicht mehr unsere Familie verpflegen können und so weiter. All das passiert ja auch tagtäglich bei uns und am Schluss liegt es an euch, ob ihr in der Lage seid. Und das ist meine Vision. Meine Vision ist, dass jeder in der Lage sein muss, egal welche Voraussetzungen einer hat. Und dafür ist eben so ein Online-Programm da, wo jeder dann eben die Möglichkeit bekommt von mir. Okay, das war's jetzt aber. Liken, ihr könnt auch Kommentare unten reinschreiben. Ich bin auch gern bereit, immer sachlich zu diskutieren. Wenn einer die gleiche oder andere Meinungen hat, Kommentare, wie gesagt, könnt ihr unten dann gerne reinschreiben. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao. Und jetzt schaut zu euch noch die praktischen Sachen an. Hammerschlag, Ellenbogenschlag, hier Kopfstoß etc. Das kann ich alles vereinbinden. Ich stehe da, Schutz, und jetzt komme ich zuerst bei Hammer, Helle, Knie, Reißen, Schlagschwimmen, weg. Lüfte kommt, warum bin ich weg? Was heißt, lass die Lüfte? Fall ich denn nicht oder was?
zum Probieren. Lassen Sie mich in Ruhe. Die ganzen Kanten und so, es ist eine Härte da. Und wenn das da ins Gesicht, ins Auge oder wo auch immer hingeht, habe ich auch sofort eine Wirkung. Okay, mach keinen Stress, bleib ruhig, bam, kann das hier gehen. Und macht es einfach nur hier schon auf Spannung. Und von hier, wenn der Kopf warm, dass du sofort reingehst, mach das. Und während ich das mache, drehe ich sofort und schlafe. Und hier schlag sofort nach. Ich kann das auch genauso als sowas für dich hernehmen, ohne dass es gleich verliert. Das heißt, ich gehe nach vorne, versuche hier ranzukommen. Das heißt, ich will mir was jetzt mal sagen, ich versuche hier. Jetzt kommt der Stich, eventuell auf Distanz noch drin und da rein und haut ab. Das heißt, einmal geht zum Beispiel nach unten. Ich versuche hier jetzt gerade nach oben auftreten. Wenn ich hier irgendwie versuche, hier da was zu fassen, das heißt, eine Kontrolle, bom, bom, eins, abstützen, rüberschmeißen, ich gehe mit. Und jetzt dann sofort von hier aus, wenn ich bin, bom, schlagen, schlagen, schlagen und rausgehen. Jetzt hat er mich im Zweihänder, ich schlage, ich ziehe ran, versuche noch festzuhalten. Ja. Bam, 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 schlage wieder hier unten rein. Es kann schon sein, dass ich merke, dass ich hier rauskomme. Ich bin hier, zack, schlag sofort und den Schlag ist er weg. Abwärts mit dem Körper und dann bam, hier wieder auch schon, wie wir es beim Schlagen gelernt haben, mit der Hüfte.